weiß, was sehr emotional war, war, glaube ich, unser ganz wichtiger Sieg in Halle damals gegen Slowenien, wo es wirklich nach der Niederlage gegen Polen so die Stimmung zu kippen drohte, wo alle dachten, oh, wenn wir jetzt verlieren, dann kommen wir vielleicht gar nicht ins Viertelfinale. Wir arbeiten für ein Tor, wir bewegen uns. Und wenn wir die Chance haben, mit Einsatz, mit letzter Konsequenz diese Chance nutzen. Wenn wir mal nicht geschafft haben, dann fangen wir wieder von vorne an. Und wir lassen 60 Minuten nicht nach. Da hat die Hütte schon richtig gebrannt. Natürlich in der Kölner Arena nachher auch, aber ich glaube, da in Halle, das war so ein Sprung. Da hat sich entschieden, dass wir wirklich einen guten Weg machen über der WM. Handballfest.